Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder. Euer Odin und ich begrüße euch zu einer Review, Kritik, Empfehlung, ich weiß nicht, wie ich es ein Video nennen werde, zu AXL, mein bester Freund 2.0. Das ist der Film kommt offiziell erst am 18. raus. Ich habe ihn netterweise zur Verfügung gestellt bekommen, um ihn mir vorher anzugucken und da eine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung auszusprechen, da bin ich komplett frei. Also mir wurde nicht gesagt, du musst sagen, der ist toll, du musst sagen, der ist scheiße oder irgendwas dergleichen, gar nicht. Das ist meine eigene persönliche Meinung. Ich habe ihn gestern geguckt und den ersten Trailer hatte ich ja 2018 gesehen und der hat mich richtig geflasht. Richtig geflasht, so Transformers, Roboter, Science Fiction, ist ja so meins. Das ist ja mein Favorite. Und das ist eine Mischung aus Action und Science Fiction. Eine richtig coole Mischung. Der Film ist ab 12, also könnt ihr auch mit euren Kindern gucken. Es kommt keine, ein bisschen Gewalt ist mit bei. Ist klar, aber nicht irgendwie was blutiert oder irgendwie zu sehr krass, wo Kinder verstört werden können oder so. Da braucht da keine Angst haben. Ja, worum geht's? Ich werde versuchen, euch ein bisschen was dazu zu sagen, aber halt nicht zu viel zu sagen. Weil ihr sollt ihn ja selber gucken und selber Spaß dabei haben und nicht, dass ich euch schon den kompletten Film verrate. Also es geht erstmal um Miles. Miles ist ein Teenager, ein Biker, ein Motocross-Fahrer, der macht auch Motocross-Rennen mit seinem Vater. Und dann ist da noch so ein anderer Typ, der ist halt, naja, ein bisschen sehr überheblich. Ist ein Schnösel. Sagen wir so, wie es ist ein Schnösel. Ja, Mausi. Und, ja, dann auch noch Mädchen, aber wie die verwandelt sind, kann ich nicht erzählen, weil das kommt am Anfang der Story raus, würde ich euch dann zu weit vorgreifen. Und, ja, Miles fährt halt mit seinem Bike dann halt so ein bisschen in der Wildnis rum und der ist eher so der Einzelgänger. Ja? Und bei ihm so einem Ausfahrt, wenn man so sagen will, da trifft er halt Alex. Alex ist der Roboterhund, der ist ausgebrochen bei einer bei einer Organisation ist er ausgebrochen und greift auch als erstes Miles an. Also am Anfang sieht es nicht so aus, als wenn die Freunde wären, aber die werden dann, im Laufe des Films sieht man, wie die halt Freunde werden. Ich will euch davon aber auch nicht zu viel spoilern, weil dann würde ich die guten Szenen verraten. Das ist schon schöner, wenn man das so live, also richtig selber sieht. Das Ende will ich euch auch nicht verraten. Und auch nicht, also es hat im Prinzip zwei Enden. Hat normales Ende und dann denkst du, jetzt kommt noch der Abspann und dann kommt aber noch was. Richtig geil. Der Film hat auch eine richtig geile Kameraführung, was mir sehr persönlich sehr gut gefallen hat, dass man ist immer mittendrin. Also die Kamera ist wirklich immer bei demjenigen oder bei der Situation, die jetzt für die Story wichtig ist. Dass man wirklich der Story richtig cool folgen kann. Finde ich persönlich richtig geil. Ja. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen und will ich auch nicht sagen, weil ich will euch nicht zu sehr spoilern. Wie gesagt, der kommt am 18. Juli raus für auf Amazon Prime, auch auf Amazon Video und auch auf Blu-ray und DVD. Ich werde hier irgendwo ein Bild einblenden oder die ganze Zeit ein Bild eingeblendet haben. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Er hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Ich habe ihn gestern geguckt. Also gestern war der 20.06. Ja, habe ich ihn geguckt. Er war geil. Er hat mir gefallen und ich hoffe, da kommt auch noch ein zweiter Teil. Vielleicht machen sie eine Serie draus, so wie bei Matrix, so Teil 1, Teil 2, Teil 3 oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Oder ob der jetzt alleine für sich steht, was ich jetzt nicht hoffen würde. Transformers gab es ja dann auch mehrere Teile. Also da würde ich echt hoffen und Daumen drücken, dass da noch ein Teil 2 oder vielleicht sogar ein Teil 2 und Teil 3 kommt. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich werde euch die Amazon-Links unten in die Videobeschreibung packen. Von Alex. Also von mir auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Leiht euch den aus, mietet den oder was weiß ich, guckt den. Der ist wirklich richtig geil. Wenn ihr den dann geguckt habt oder schon den Trailer gesehen habt und auch vorhabt, den zu gucken, würde ich mich über ein Feedback freuen. Wer von euch den schon auf dem Bildschirm hatte, also wer den Trailer vielleicht gesehen hat und sagt, ja, den will ich auch gucken. Oder wer sagt, hey, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ist aber interessant. Ich werde euch auch mal von Eurovideo den Kanal unten drunter verlinken in die Videobeschreibung. Unterhalb der Amazon-Links, da ist der Trailer drin. Vielleicht mache ich auch von Eurovideos den Trailer direkt rein. Dann könnt ihr euch den Trailer angucken. Den darf ich halt nicht benutzen. Also ich darf kein Videomaterial euch hier zeigen. Ich darf halt nur darüber sprechen, aber ich darf kein Videomaterial zeigen. Von mir, wie gesagt, eine ganz klare Empfehlung. Haltet mich da auf dem Laufenden, wer von euch den denn vielleicht geguckt hat und ob er den auch gut findet oder ob ihr vielleicht einer ganz anderen Meinung seid. Ich würde mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns. Ahoi, sagt euer Odin.